Sekiro Shadows Die Twice. Das ist das neue Spiel von From Software. Das steigt in ganz schön große Fußstapfen. Immerhin ist das Studio, das die Dark Souls-Spiele und auch Bloodborne gemacht hat. Dementsprechend anspruchsvoll ist die Fanbase und ob sich die jetzt auf das neue Spiel freuen kann, das wollen wir jetzt besprechen. Dazu habe ich den Dimi hier, der hat das Spiel für uns getestet. Grüß dich, Dimi. Hi. Jetzt sind die From Software-Spiele, vor allem die Souls-like-Spiele von From Software, dafür bekannt, dass das so eine Gefühlsachterbahn ist. Himmelhoch, jauchzend und den Controller schmeißend schwer. Wie ist denn das bei Sekiro? Ist das noch intakt? Ja, also intakter als mein Controller. Ja. Also die Gefühlsachterbahn ist wieder ganz hervorragend. Das war ja schon letztes Jahr das Spiel, auf das ich mich eigentlich am meisten gefreut hatte. Und ich muss sagen, ich persönlich wurde da komplett für belohnt. Also Sekiro ist in meinen Augen ein fantastisches Spiel und ich hatte damit sehr, sehr viel Spaß, obwohl ich sehr, sehr viel gelitten habe. Und anders als bei Dark Souls, ist es ja oft so, dass man sich erst, weil es so hart ist, nach einem gewonnenen Bosskampf freut, dass man es geschafft hat. Und bis dahin ist es einfach nur Pein. Ja, ist einfach nur ganz furchtbar schlimm und man leidet. Aber bei Sekiro ist schon das Kämpfen selbst einfach richtig großartig. Also ich habe noch nie ein Spiel gespielt, bei dem Verlieren so viel Spaß gemacht hat. Okay, wir sollten es trotzdem vielleicht mal abgrenzen. Was denn der große Unterschied von Sekiro zu den anderen Souls-Spielen? Also was macht Sekiro im Vergleich zum Rest besonders? Also der Rahmen ist halt in Gänze was anderes. Es ist jetzt tatsächlich mal so eine Art historisches Szenario. Das spielt in der Sengoku-Periode in Japan, also feudales Japan, 16. Jahrhundert grob. Und du spielst einen Shinobi, der auch tatsächlich einen Namen hat, der ein festgelegter Charakter ist. Und die Story ist auch für ein Souls-Spiel oder ein From-Software-Spiel sehr viel klarer in der Ausgangsbedingung. Also du dienst einem Herren, ja, einem göttlichen Herren und muss den beschützen. So ganz grob, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber du weißt sehr viel klarer, was du tust. Das ist bei Souls-Spielen nicht selbstverständlich. Oft ist es da so, dass man gar keine Ahnung hat, warum man hier gerade ist und was diese Welt überhaupt ausmacht. Aber bevor jetzt die Leute sich Sorgen machen, dieses Kryptische, dass man Itembeschreibungen wälzen muss, um diese Welt in Gänze zu durchdringen, diese übernatürlichen Elemente, die nicht so ganz zusammenpassen wollen, diese Charaktere, die irgendwie so fast schon poetischen Kram reden, den man nicht zuordnen kann, all das ist auch noch da. Es ist nur nicht so super kryptisch wie in Bloodborne und Dark Souls. Was kann man denn über den Umfang von dem Spiel sagen? Ist das genauso lang wie bisherige Souls-Spiele? Kürzer, länger? Es ist kompakter tatsächlich. Also ich habe bis ins letzte Gebiet knapp 25 Stunden gebraucht. Es hätte auch vorher schon, sag ich mal, einen Weg gegeben, das Spiel zu beenden, weil es mehrere Enden gibt. Natürlich gibt es auch wieder New Game, das heißt, man kann auch mehrere Spieldurchgänge das Ganze spielen, aber die eigentliche Kampagne ist ein bisschen geraffter. Du findest optionale Bosse, du findest optionale Gebiete, aber ich glaube, für so einen kompletten Playthrough von Dark Souls 1 mit allem drum und dran und mit Multiplayer und sonst irgendwas habe ich damals 80 Stunden gebraucht und so lange braucht man mit einem Durchgang von Sekiro definitiv nicht. Jetzt ist das Spiel ja bei Activision als Publishing-Partner und als das damals angekündigt wurde, gab es einige, die sich Sorgen gemacht haben, Activision, das ist doch diese Riesenfirma, die wollen doch den Mainstream-Markt bespielen. Muss ich mir jetzt Sorgen machen als knallharter Souls-Fan, dass mein Spiel deshalb weich gekocht wird? Also wird dadurch Sekiro leichter als bisherige Souls-Spiele? Und bevor du jetzt antwortest, ein wichtiger Hinweis an unsere Zuschauer. Wir werden jetzt gleich Spielszenen zeigen, um Demis Antwort so ein bisschen zu untermauern. Und wir zeigen aus den ersten zwei Bosskämpfen, die relativ bald nach dem Beginn des Spiels kommen, eine Spielszene. Also nicht, dass ihr jetzt gespoilert werdet. Antworten Sie. Ja, es ist jetzt total weich gespült. Es ist quasi so leicht wie Kirby's Dream Land, aber ja. Dafür gibt es Lootboxen in Season. Nein, also es ist tatsächlich immer noch super hart. Ich würde sogar sagen, härter als Bloodborne und Dark Souls. Das Kampfsystem von Sekiro ist relativ eng, in dem Sinne, dass du nicht die Möglichkeit hast, 30 unterschiedliche Waffen zu benutzen, sondern du bist festgelegt auf deinen Katana und du kannst ein bisschen drumherum an Gadgets noch dich individualisieren, aber du musst dieses Schwert meistern und daran gekoppelt musst du das Parieren meistern. Und das gab es ja in einer abgespeckten Form auch schon in Dark Souls, dass du im Prinzip, wenn der Gegner angreift, einen Bruchteil einer Sekunde Zeit hast, genau im richtigen Augenblick die Blockentaste zu hämmern und dann parierst du eine Attacke, dass der Gegner auch ein bisschen zurückgeworfen wird. Das ist jetzt in Sekiro die absolut dominante Spielmechanik. Du kannst einen Gegner angreifen, du kannst ausweichen, aber deine Schläge verursachen sehr wenig Schaden. Erst wenn du den durch vernünftiges Parieren aus der Fassung bringst, aus der Haltung bringst, dann kannst du so einen Finisher machen und das ist das, worum es geht. Also du
du musst eigentlich auf diese Finisher spekulieren, gerade bei den Bosskämpfen, um überhaupt in einer adäquaten Zeit das schaffen zu können. Und das liegt nicht jedem. Das ist sehr, sehr hart. Man muss sehr genau die Taktiken von den Gegnern studieren, sehr genau versuchen herauszufinden, welche Muster sie haben, wie sie angreifen, wann genau die Schläge landen. Diese Art von Tüftelei, das ist krass. Also ich als so ein Fighting-Game-Mensch finde das super. Ich habe das schon in Street Fighter 3 gemocht, dieses Parry-System, weil man damit die Freunde richtig alt aussehen lassen konnte. Aber wow, also das ist anspruchsvoll. Das heißt, man muss sich aber auch als ein Veteran von Souls und auch jemand, der sich für Bloodborne umgestellt hat, jetzt vermutlich wieder umstellen. Ja. Also man kann da nicht mit den gleichen alten, ollen Kamellen groß was reißen. Auf jeden Fall. Also ich hatte diese Szene, es gibt wieder so ein paar Flaschenhalsbosse, die im Prinzip abfragen, ob du das Kampfsystem verstanden hast und an denen du nicht weiterkommst, wenn du es nicht verstanden hast. Und das war im frühen Spiel ist das so ein Miniboss, so ein Samurai, der dich halt mit zwei Schlägen tötet. Und du kannst dann ausweichen und angreifen, aber du verursachst halt kaum Schaden. Und das Ausweichen funktioniert eben nur so lange, wenn du nur einen Treffer einstecken kannst. Und ich habe das eine halbe Stunde gemacht und dachte einfach, ich hasse dich. Ja, und dann bin ich, wie man das halt macht, zum Nachdenken, bin ich also auf Toilette gegangen, habe Pipi-Pause gemacht und meine Strategie neu gesammelt und habe mir gedacht, okay, der hat nur eine Art Angriff. Ich lerne jetzt, das Ding zu parieren. Und wenn du gelernt hast, das zu parieren, dann stirbt er in 15 Sekunden. Dann machst du pack, 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 wie so ein Goku in Dragon Ball. Zack, zack, ja. Zack, 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 Schwert rein, fertig. Und du denkst dir, dieses extreme Gefühl, das ist halt der Wahnsinn. Und das hat nur Sekiro, das hatte Bloodborne und Dark Souls in der Form nicht. Es steht ja jetzt schon im Titel Shadows Die Twice. An diesem Spiel hat sich was im Vergleich zu den vorherigen Souls-Spielen an dem Todessystem geändert. Wie funktioniert das jetzt? Also es gibt nach wie vor eine Strafe, wenn du stirbst. Du stirbst aber nicht so schnell. Also natürlich, deine Lebensleiste geht super schnell runter. Aber wenn du das erste Mal stirbst, hast du die Möglichkeit, per Tastendruck wieder zurückzukommen. An Ort und Stelle, ohne Ladepause. Du kannst dich sofort wiederbeleben, hast aber relativ wenig Energie. Das heißt, du hältst dann einen weiteren Schlag aus und dann bist du wieder tot. Das Ding ist also nicht übermächtig. Aber es gibt dir in den Kämpfen noch mal eine zweite Chance. Wenn du dann noch mal auf die Mütze bekommst, dann bist du halt tot. Und es gibt auch im Spiel noch Möglichkeiten, das ein bisschen zu erweitern. In der Realität macht das nicht so einen großen Unterschied, weil du letztlich einen Heiltrank mehr hast. Und dieser Heiltrank ist halt schön, weil der Gegner dann die Aufmerksamkeit ein bisschen von dir weglenkt, weil er denkt, du bist tot. Das ist alles. Und wenn du dann ganz stirbst, hast du eben auch wieder Dark Souls-typisch Nachteile. Das heißt, du verlierst Geld, du verlierst Erfahrungspunkte. Die bekommst du auch nicht zurück. Also es gibt keine Möglichkeit, wieder zu seinem Leichnam zu laufen und da was einzusammeln. Und es hat eine Auswirkung auf die Story, ohne zu viel zu spoilern. Diese Auswirkung auf die Story lässt sich aber relativ gut canceln, ja. Okay. Also wer die Menschlichkeit in Dark Souls kannte, das ist ein vergleichbares System, auch wenn es ein bisschen anders funktioniert. Das heißt, dieses Todessystem ist eine nette Idee, aber ist jetzt nichts, was das Spiel dominiert oder ausmacht. Wenn man jetzt einen neuen Durchgang Sekiro startet, dann fällt einem als From-Software-Veteran auf, dass da einige Sachen erstmal fehlen. Du wirst ja nicht gefragt, wie dein Charakter aussehen soll, wie der heißen soll. Man spielt immer dieselbe Figur. Man kriegt am Anfang auch nicht mal die Frage, willst du online sein oder nicht. Es gibt offenbar auch keine Online-Funktion. Und auch die Progression ist ein bisschen anders, dass man sich ja jetzt nicht mehr Statuswerte selbst irgendwie verteilen kann. Fehlt einem das? Also macht das Sekiro zu einem insgesamt seichteren Spiel als Bloodborne oder Dark Souls? Seichter ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist auf jeden Fall sehr anders. Man kann ja bei Dark Souls und Bloodborne sehr viel spekulieren, ob das jetzt ein Rollenspiel ist mit den ganzen Attributen, ein Action-Rollenspiel oder ein Action-Adventure mit Rollenspielelementen. Sekiro ist da sehr klar, das ist ein Action-Spiel. Und es gibt zwar die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln, aber das funktioniert im Prinzip nur, indem du Bossmonster tötest. Wenn du Bosse killst, dann kannst du deine Angriffskraft erhöhen. Und wenn du kleinere Bosse legst, kannst du deine Lebenskraft erhöhen. Dann kriegst du so Herzteile wie bei Legend of Zelda. Die heißen ein bisschen anders. Aber dieses ganze Drumherum von Statuswerten und so weiter, das fällt halt weg. Da kann jetzt der Souls-Fan sagen, da fehlt mir was. Kann ich auch verstehen. Aber jemand, der bei den Dark Souls-Spielen sowieso das Kämpfen am coolsten fand, bekommt da jetzt eben eine Erfahrung, die sehr darauf gemünzt ist. Und das ist halt was ich persönlich sehr cool finde, weil ich diese Kämpfe mochte. Aber durch diese reduzierten Mechaniken entsteht im Prinzip der größte Nachteil, finde ich, an Sekiro, oder die größte Schwachstelle, das Spiel. Du gerätst sehr leicht in Sackgassen in diesem Spiel. Und das ist doof. Weil Dark Souls und Bloodborne waren ja auch schon hart. Aber selbst bei einem Ornstein und Smaug, diesen legendär schweren Bossen, gab es immer was du drumherum tun konntest, um deine Chancen zu verbessern. Du konntest Koop-Kollegen einladen, du konntest einfach deinen Vitalitätsbonus verbessern und
so deine Chancen verbessern. Du kannst bessere Waffen finden, bessere Ausrüstung finden. In Sekiro geht vieles davon gar nicht. Und einiges davon nur in begrenztem Maße. Du kannst also, ein bisschen kann man gar nicht mehr drumherum grinden, um sich selbst stärker zu machen? Du kannst noch grinden, aber diese Fähigkeitspunkte investierst du in so einen Skilltree. Und da gibt es so ein paar Passiv-Boni, die man freischalten kann, dass ein Heiltrank ein bisschen mehr auffüllt. Aber das hast du sehr schnell freigeschaltet. Mhm. Und danach gibt es nur noch Kampfmanöver. Und diese Kampfmanöver, die helfen dir nur in ganz gezielten Situationen und die kannst du auch nur dann sinnvoll einsetzen, wenn du echt ein Crack bist, bis auf einige coole. Das heißt, wenn du generell Probleme mit diesem Kampfsystem hast und an diesen Bossen nicht weiterkommst, hilft dir auch das Grinden nichts. Auch beim Händler kannst du kaum was kaufen, was deine Chancen wirklich verbessert. Das heißt, es kann sein, dass du bei Sekiro an einem Boss landest und merkst, ich komme absolut nicht weiter, ich habe links und rechts die paar optionalen Sachen gemacht, die es gibt. Ich kann nichts machen. Und alles, was dir übrig bleibt, ist halt diesen Bosskampf dann 100, 200 Mal übertrieben gesagt, aber nicht so übertrieben, zu machen, in der Hoffnung, dass du es irgendwann raus hast. Okay. Und das kann ich mir vorstellen, ist für Leute, die nicht die Geduld haben, ein Gamebreaker. Dann haben sie keinen Bock mehr. Das hattest du gerade eben schon angesprochen. Wir sollten es aber nochmal, glaube ich, ein bisschen im Detail besprechen. Dass man sich Gadgets freischalten kann. Es geht ja alles um diese Armprothese. Aber das sind dann auch nur Fähigkeiten, die für ganz bestimmte Situationen einem jetzt helfen. Also auch eine bestimmte bessere Prothese irgendwie zu haben, bringt einem dann bei so einem Bosskampf nicht. Ja, also es bringt dir durchaus hier und da mal einen Vorteil. Es gibt zum Beispiel solche Firecracker, damit kannst du den Boss halt kurzzeitig betäuben. Das gibt dir ein paar freie Schläge. Aber auch da hast du begrenzte Munition. Man schaltet zum Beispiel so eine Giftklinge frei, was dann so am ehesten noch eine zweite Waffe ist. Aber jeder Schlag kostet dich Munition und du hast selbst aufgerüstet halt 17 Schuss. Und das heißt, ein Bosskampf, der über drei Phasen geht, das hast du super schnell verpulvert. Und da ist der Vorteil AD. Diese Prothesen sind eine coole Idee. Das hilft auch bei einigen speziellen Gegnern. Du kannst mit einer Axt ein Schild zerschlagen und dann hast du eben einen Free Kill für jemanden, der nervt. Du hast Wurfsterne und solche Sachen. Ich will gar nicht sagen, dass die sinnlos sind, aber es gibt in Sekiro nicht wirklich einen Weg an diesem Katana vorbei. Du musst dieses Schwert meistern. Das ist deine Hauptwaffe von Anfang bis Ende der Kampagne. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, wenn du dieses Parry-System, wenn dir das nicht taugt, dann wird es nicht funktionieren. Also das Kampfsystem fokussiert sich komplett in Sachen Waffen auf das Katana, aber es gibt ja trotzdem ein paar Änderungen, man sieht das ja auch schon in den Trailern. Es wird jetzt viel wilder rumgesprungen und mit dem Greifhaken auf Dächer geklettert. Wie wichtig ist denn das Movement für Sekiro? Schon ziemlich wichtig und es ist vor allem sehr, sehr cool. Also diese Bewegungsmöglichkeiten, die du jetzt hast, das spielt sich einfach super. Mit diesem Greifhaken sich von Baum zu ziehen, das ermöglicht natürlich den Leveldesignern auch sehr viel vertikalere Level zu machen, so richtige Schluchten, wo man dann sich entlang ziehen kann. Sorgt auch dafür, dass anders als bei Dark Souls nicht jeder Schritt tödlich ist potenziell, sondern du kommst aus sehr vielen Situationen damit raus. Das heißt, es geht sehr schön, ähnlich wie bei Bloodborne, dieses Ausweichen, geht es sehr schnell über in dein natürliches Movement. Und das fühlt sich einfach toll an, mit so einem Shinobi aus 10 Meter Entfernung auf den Gegner runterzugehen, dem das Schwert reinzurammen, so martialisch das jetzt klingt. Und du hast jetzt eine Schleichmechanik, die auch sehr cool funktioniert. Die ist recht rudimentär, so ein bisschen wie bei einem Assassin's Creed Black Flag, im hohen Gras rumschleichen. Mhm. Aber gibt diesem Shinobi, dieser Shinobi-Story halt genau das richtige Flair. Und es hilft dir auch an so nervigen Passagen, die du schon auf dem Weg zum Boss 5-mal gemacht hast, einfach elegant vorbeizukommen. Und du kannst dir auch damit handfeste Vorteile verschaffen, wenn du dann einen Mini-Boss quasi von hinten angreifst, dann hat er schon eine Lebensleiste von 2 oder so weg und dann hast du halt einen Vorteil. Also das Schleichen fügt sich sehr schön ein, übernimmt aber nicht die Kontrolle über das Spiel. Ich merke jetzt schon, dir taugt das Kampfsystem sehr. Du hast ja schon gesagt, es gibt bestimmt da draußen Leute, die da nicht so viel Spaß damit haben. Aber jetzt für dich persönlich, ist das für dich das bisher beste From-Software-Spiel? Fast. Also ich finde Sekiro für mich persönlich wirklich fantastisch. Es könnte für mich wirklich das Spiel des Jahres 2019 werden. Aber ich finde es nicht so genial wie Bloodborne. Für mich bleibt Bloodborne Bloodborne ist für mich das bessere Gesamtprodukt, weil es wirklich radikal interessante Ideen hatte. Das Weltdesign von Bloodborne, diese Szenen, wenn du an diese Kathedrale kommst und diese Lesser Gods tauchen da auf, diese verrückten Gegnerdesigns, die Bossdesigns. Sekiro schaltet da schon einen Gang zurück. Du hast auch da wirklich interessante Gebiete, aber es sind eben Wälder, Täler, Dörfer und eine japanische Burg. Es fehlen so ein bisschen diese Wow-Momente, die du in einem Anno Londo hattest oder in einem Neu-Londo. Das schafft es dann nicht. Und dadurch, dass es eben auch viele Dinge kompakter macht als Bloodborne, bleibt für mich Bloodborne insgesamt einfach das kreativere, revolutionärere Spiel, weil sie auch mit diesem japanischen Feudalismus-Ding, sie machen schon sehr interessante Ideen draus,
aber jetzt nichts, was ich absolut noch nirgendwo jemals gesehen habe. Und das soll aber jetzt nicht zu negativ klingen, weil Sekiro ist ganz knapp hinter Bloodborne. Das ist ein für mich persönlich ein absolut fantastisches Spiel. Dieses Kampfsystem macht so viel Spaß, wenn man sich darauf einlässt. Und dieser Tanz des Todes, dieser Schwertanz, den du veranstaltest mit diesen Bossen, wo man einfach nur Schläge austauscht und du merkst, während du zurückgehst, ich wusste nicht, dass ich solche Reflexe habe. Ich wusste nicht, dass ich das aus mir rausholen kann. Und das macht doch ein gutes Kampfsystem aus, ja. Dass du am Ende denkst, ich habe da Dinge aus mir rausgeholt, die ich am Anfang für unmöglich gehalten hätte. Und Gegner, die mich am Anfang hunderte Male gegen die Wand gedrückt haben, die landen keinen einzigen Treffer mehr, weil ich so gut geworden bin. Und diese steile Lernkurve, das ist doch das, warum man DR Spiel spielen will. Und wenn man das unterschreiben will, und ich unterschreibe das voll, diesen Deal, dann bekommt man da ein fantastisches Paket. Gesprochen wie Mr. Miyagi in Karate Kid. Das soll es soweit gewesen sein von unserem kleinen Fazit zu Sekiro. Danke, Demi. Falls ihr noch mehr Fragen dazu habt oder mehr Infos braucht, auf GameStar.de gibt es Demis Test zu Sekiro. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.